Ich möchte etwas über eine alte Eiche erzählen. Vor kurzem erzählte uns Frau Finkel die Geschichte über eine Eiche in Schwammendingen. Ihre Eiche, welche dem Sportplatz Herrenschürli weichen musste und gefällt wurde. Damals äußerte sie folgenden Wunsch. Vielleicht könnte man irgendwo in Schwammendingen eine neue Eiche pflanzen, welche einmal wieder zum Wahrzeichen des von Hirzenbach aufwachsen würde. Einer von unzähligen Bäumen in Schwammendingen steht vor dem Haus, wo Frau Finkel lebt. Stefan Brunner von Grünstadt Zürich nimmt sich dem Wunsch von Frau Finkel an und besucht die ältere Dame persönlich. Grüezi, Frau Finkel. Freut mich, dass ihr uns auch gesehen habt, ja. Stefan Brunner ist für den Unterhalt der Grünflächen in Zürich Nord zuständig. Er bewirtschaftet Schulhäuser, Sport- und Parkanlagen, Friedhöfe und kümmert sich um die Bäume, welche die Straßen säumen. Wir wollen von ihm wissen, für was insbesondere sich Grünstadt Zürich einsetzt. Für die Freiräume, für das Grüne in der Stadt, für die Entwicklung vom Grünen, dass es bleibt jetzt in erster Linie zur Zeit mit der baulichen Verdichtung, dass man möglichst viel retten kann. Dass das Grün, das da ist, in einer guten Qualität ist. Qualität heisst eben auch grosse Bäume und so wie da Grün halt. Der Wunsch von Frau Finkel soll in Erfüllung gehen. An einer Stelle beim Hirzenbach, wo eine Erle krankheitshalber gefällt werden musste, soll eine Traubeneiche gesetzt werden. Ein Baum, welcher sehr langsam wächst, dafür aber sehr alt und gross wird. So wie die alte Eiche von Frau Finkel, welche gefällt werden musste. Ich habe Bäume einfach sehr gern. Zu Hause habe ich einen japanischen kleinen Baum und den liebe ich. Und überhaupt habe ich Bäume gern. Ich sage immer wieder, nach ein paar weniger Menschen habe ich am liebsten die Bäume. Ich finde sie irgendwie weise. Die junge Eiche findet so ihren künftigen Platz. Okay. Und Frau Finkels Wunsch geht in Erfüllung. Heute bin ich glücklich, weil ich dabei sein konnte, einen jungen, neuen Baum zu pflanzen. Und so traurig ich damals war, dass man eine alte Eiche fällen musste, so glücklich bin ich heute. Auch für Stefan Brunner ein besonderer Moment. Mit seiner Leidenschaft fürs Grüne setzt er sich nicht nur für eine schönere Umgebung, bessere Luft und für das Wohlbefinden der Menschen ein, für ihn haben Bäume und Pflanzen auch symbolischen Wert. Ich denke, je mehr dass man Pflanzen kennt, je mehr dass man sich damit beschäftigt, desto faszinierender ist es. Und wenn man so einen Baum pflanzen kann, der in 50 Jahren, 100 Jahren oder in 200 Jahren noch da ist, ich glaube, man kann nicht viel Eindrückliches vollbringen im Leben. Ich sage jetzt mal, das ist mehr als ein Haus, das nach 100 Jahren zeitlich segnet oder muss saniert werden. Der Baum macht dann weiter, ohne mich. Ich wünsche dem jungen Baum, dass er in Gesundheit und in Frieden aufwächst zu einem starken und mächtigen Baum und dass er einmal zum Wahrzeichen von Hirzenbach und ganz Schwammendingen wird. Und so kam es, dass uns Frau Finkel mit ihrer Geschichte und Herr Brunner mit seinen Arbeitern einen neuen, jungen Baum schenkten, welcher in die Zukunft von Schwammendingen wachsen wird.